Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist mal wieder Zeit für einen Tag, denn die liebe Fabienne vom Kanal Japan Connect hat mich gebeten, die Fragen des Never Will I Ever Tags zu beantworten und dieser Bitte komme ich natürlich sehr gerne nach. Falls ihr die liebe Fabienne von ihrem Kanal Japan Connect noch nicht kennt, dann schaut gerne mal bei ihr vorbei, denn sie stellt wunderbare Bücher aus der japanischen Literatur vor und nimmt uns ab und an mal so ein bisschen mit in ihr Leben, in die japanische Kultur und es ist immer wieder schön, ihr zu folgen. Also schaut mal bei ihr vorbei, falls ihr sie noch nicht kennt, aber ich bin mir sicher, dass ihr sie schon kennt. Ich würde sagen, wir fangen an mit der ersten Frage, also fangen wir ganz klassisch an. Und die erste Frage möchte wissen, niemals werde ich es shippen. Und zwar bedeutet shippen, auch ich muss das nochmal nachschauen, dass man wünscht, dass zwei Menschen zu einem Paar zusammenfinden, also eine Liebesbeziehung eingehen oder eine Beziehung eingehen. Lassen wir es einfach eine Beziehung eingehen. Und in diesem Fall ist es natürlich andersrum, also dass man nicht möchte, dass diese Personen zu einem Paar werden. Und diese Frage fand ich sehr, sehr schwierig. Und ich habe wirklich lange vor meinem Bücherregal gestanden und überlegt, was könnte ich denn euch zeigen, beziehungsweise welche Geschichte könnte ich euch denn diesbezüglich zeigen. Und selbst für den positiven Fall, auch für den negativen Fall, habe ich nichts gefunden. Und dann hatte ich die Einleuchtung. Aber hier ist es eher so, dass man von vornherein eigentlich es der Person ersparen möchte, weil es hier sich auch tatsächlich um eine wahre Begebenheit handelt und von daher man noch mehr gewollt ist, dass es eigentlich nicht passiert. Und zwar rede ich hier von Unorthodox von Deborah Feldman. Deborah Feldman beschreibt uns in Unorthodox ihre ganz persönliche Geschichte und zwar, wie sie bei den ultraorthodoxen Juden in New York aufwächst. Und bei den ultraorthodoxen Juden ist es nun mal so, dass die Ehe arrangiert wird zwischen einem Paar, also zwischen einem Mann und einer Frau. In dem Fall hier ist es natürlich noch zwischen einem jugendlichen Mädchen und einem jugendlichen Jungen, die hier verheiratet werden soll. Und in diesem ganzen Prozess, als Deborah sich mit ihrem Verlobten kennenlernt und wie die ganze Ehe arrangiert wird, wünscht man sich eigentlich, dass das Ganze eigentlich nicht passiert. Man kann sich tatsächlich denken, dass das passieren wird, dass hier gar nicht so viel Wendungen drin sein können, weil das tatsächlich das wahre Leben ist, was uns hier Deborah Feldman schildert. Und das macht das Ganze natürlich noch viel eindrücklicher und man wünscht sich umso mehr, dass diese Hochzeit eigentlich nicht stattfinden wird. Das ist halt das einzige Buch, was ich auf diese Frage in die Kamera halten könnte, weil ich sonst tatsächlich kein Paar gefunden hätte, wo ich mir nicht gewünscht hätte, dass diese Personen keine Beziehung eingehen. Also ich habe tatsächlich nur, und jedenfalls ist mir aktuell nicht bewusst, dass ich so ein Buch mal gelesen hätte, ist bestimmt schon untergekommen, aber diesen Gedanken habe ich tatsächlich dann wieder vergessen. Aber bei diesem Buch kann ich mich noch sehr stark erinnern, dass ich mich sehr dagegen gesträubt habe, dass diese Ehe vonstatten geht, beziehungsweise vollzogen wird. Wer Unorthodox von Deborah Feldman noch nicht gelesen hat, dem kann ich dieses Buch nur empfehlen. Es ist ja eine wahre Begebenheit. Die zweite Frage beschäftigt sich mit dem Ende eines Buches, also sie will wissen, niemals werde ich dieses Ende vergessen. Und auch bei dieser Frage habe ich mir tatsächlich etwas schwer getan, ein Buch herauszusuchen und bin dann aber schneller fündig geworden als für die erste Frage. Aber ich werde dieses Ende darum nicht vergessen, weil ich mich am Ende dieses Buches gefragt habe, wie wichtig das Ende eines Buches für die gesamte Geschichte ist. Und zwar handelt es sich um Der Trafikant von Robert Seethaler aus dem Kein und Aber Verlag. In diesem Buch lernen wir ja den Protagonisten Franz kennen, der von einem kleinen Dorf nach Wien zieht, weil er da die Ausbildung in einem Trafikanten beginnt. Und in diesen Jahren, in den 30er Jahren, wissen wir alle eigentlich, was passiert ist. Und zwar kommen die Nationalsozialisten an die Macht und
darum geht es auch um die Freundschaft um Sigmund Freud, auch wenn sie hier nicht so eine große Rolle spielt, wie das Buch immer ja angepriesen wird, meiner Meinung nach. Aber es ist trotzdem eine wirklich gute Geschichte, eine wunderbare Geschichte um den Protagonisten Franz, welche Auswirkungen die Nationalsozialisten haben auf sein Leben, beziehungsweise diese Umwälzung, diese schreckliche Zeit in den 30er Jahren. Und es ist ein Buch, was ich euch nur empfehlen kann. Aber mich hat dieses Ende tatsächlich nicht zufriedengestellt. Ich werde euch natürlich nichts über das Ende erzählen. Ich möchte euch natürlich nicht spoilern. Aber das Ende hat mich einfach sehr, sehr stark unzufrieden zurückgelassen. Ich war nicht zufrieden mit diesem Buch. Und ja, in diesem Zuge hatte ich mich dann natürlich auch gefragt, wie wichtig ein Ende für ein Buch ist. Es ist natürlich umso schöner, wenn das Ende rund ist. Wenn man zufrieden aus diesem Buch geht mit einem zufriedenen Ende, macht es einen natürlich umso leichter. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass mich das Ende hier nicht zufriedengestellt hat und ich deswegen das Ende wahrscheinlich auch mir immer in Erinnerung bleiben wird. Und beziehungsweise ich immer weiß, dass mich dieses Ende unzufrieden gestellt hat. Aber grundsätzlich mochte ich die Geschichte sehr. Ich mochte den Protagonisten Franz sehr, wie er Wien für sich entdeckt. Und natürlich noch viel mehr, was hier in dieser Geschichte steckt. Aber das Ende werde ich definitiv nicht vergessen. Die dritte Frage dreht sich rund um das Thema Tod. Und zwar möchte sie wissen, niemals werde ich über diesen Tod hinwegkommen. Bei dieser Frage ist mir eigentlich sofort ein Buch eingefallen. Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich nochmal vorneweg sagen, dass literarisch mir eigentlich fast jeder Tod sehr nahe geht. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber beim Thema Tod bin ich eigentlich immer sehr nah am Wasser gebaut. Und von daher tue ich mich mit dem Thema, wenn Protagonisten oder auch was auch immer, Tiere oder andere Art von Toten beschrieben werden, eigentlich relativ oft nah am Wasser gebaut und es geht mir auch immer sehr nah. Und bei diesem Buch ging mir auch der Tod sehr nah und zwar geht es um einen Protagonisten in der Reihe von Harry Potter. Ich möchte euch nicht den Band zeigen, da ich euch nicht spoilern möchte, falls ihr die Bücher noch nicht gelesen habt, aber ich denke, Harry Potter Fans oder Harry Potter, die oder Leser von Harry Potter wissen, welchen Tod ich meine und ich glaube, den meisten ging dieser Tod sehr, sehr nah, auch mir. Und es ist immer wieder ein Tod, der, ich glaube, den vergisst man nicht, weil wir einfach mit 7 Bänden in der Geschichte drinnen gewesen sind, die Protagonisten uns ans Herz gewachsen sind und dadurch einfach eine Beziehung zu den Protagonisten ein Stück weit aufgebaut haben. Und dann stirbt er und dieser Tod fühlt sich dann halt immer sehr nah an. Auch wenn es natürlich nur eine literarische Figur ist, aber auch hier ging mir der Tod sehr, sehr nah. Es gibt noch diverse Tode von Protagonisten, die mir ebenfalls nahe gegangen sind, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal so, ich glaube, die Figur, die mir als allererstes immer bei dieser Frage einfallen wird. Wir bleiben ein bisschen beim Weinen und zwar möchte die viele Frage wissen, niemals werde ich aufhören, über dieses Buch zu weinen. Für diese Frage habe ich euch mal 2 Bücher herausgesucht, weil ich mir bei diesen Büchern hundertprozentig sicher bin, dass ich da Rotz und Wasser geheult habe. Man kann tatsächlich von Heulen reden, weil sie mir einfach sehr, sehr nah gegangen sind. Und zwar ist es einmal John Green und Das Schicksal ist ein mieser Verräter aus dem Hansa Verlag. Ich glaube, hier habe ich noch niemanden gehört, der nicht über dieses Buch weint, der auch bei dem Film nicht geweint hat. Außer Menschen mit Herz aus Steinen, aber ansonsten wird jeder sehr, sehr stark betroffen von diesem Buch oder von dem Film. Und zwar geht es hier um 2 Teenager, um eine Teenagerin, die krebserkrankt ist und das Leben mit diesem Krebs quasi geschildert wird in diesem Buch. Es ist ein Buch, was ich vor vielen, vielen Jahren mal gelesen habe und immer noch in meinem Regal steht, einfach weil es mich emotional so gepackt hat und ich da immer wieder dran zurückdenke, wie ich hier Rotz und Wasser geheult habe. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, ob ich das immer noch tun würde, wenn ich dieses Buch lesen würde, aber
Ja, das ist ein Buch, wo ich vermute erstmal natürlich, ich habe es halt vor Jahren mal gelesen, immer noch weinen würde. Das zweite Buch, was ich euch ebenfalls rausgesucht habe, ist auch ein Buch, was mich sehr, sehr bewegt hat, aufgrund der Geschichte, die hier geht, um die Frauen, die es hier geht. Dieses Buch habe ich schon vor einigen Jahren gelesen und es hat mich sehr bewegt und ich würde es gerne nochmal lesen. Und zwar handelt es sich um 1000 strahlende Sonnen von Carla Tursini aus dem hier Berlin Taschenbuchverlag. Ich glaube, lass uns mal schnell schauen. Berlin Taschenbuchverlag, genau. Hier geht es ja um die Freundschaft von zwei Frauen in Afghanistan. Und ich glaube, mehr muss ich zu dieser Geschichte gar nicht sagen, weil die Geschichte doch sehr, sehr bekannt ist. Es ist eine Geschichte dieser Freundschaft, die mich sehr bewegt hat. Und ja, ich überlege gerade, wann ich dieses Buch gelesen habe, aber es muss bestimmt schon 10 Jahre her sein. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe es damals gebraucht gekauft, deswegen ist es halt auch so rund gelesen. Ich habe schon mal überlegt, ob ich es mir nochmal als Hardcover kaufe, damit es einfach, ja, dass ich es nochmal lesen kann oder mehrmals noch lesen kann. Also ich würde gerne dieses Buch nochmal lesen und schauen, ob es mich dann auch nochmal so bewegen kann. Ich hatte ja auch Drachenläufe von dem Autoren gelesen. Dieses Buch hatte mich damals auch sehr bewegt und auch zum Weinen gebracht. Ich glaube, Carla Tursini kann das sehr, sehr gut, mich zum Weinen zu bringen. Er hat ja da die Er drückt da die richtigen Knöpfe bei mir und deswegen wollte ich euch das gerne hier auch nochmal zeigen. Und ich kann euch natürlich dieses Buch auch empfehlen, falls ihr Carla Tursini noch nicht entdeckt habt. Die nächste Frage möchte wissen: Niemals werde ich dieses Buch lesen. Für diese Frage habe ich mir eine Reihe herausgesucht und ich halte da auch nicht hinterm Berg, dass ich diese Reihe nicht lesen möchte, weil sie mich einfach partout nicht interessiert. Und zwar handelt es sich um 50 Shades of Grey. Es ist eine Reihe, die damals sehr, sehr gehypt worden ist, die sehr, sehr viele gelesen haben, sehr begeistert gelesen haben. Aber mich hat diese Reihe noch nie interessiert. Sie wird mich auch nie interessieren. Und wüsste nicht mehr, aus welchen Gründen ich sie lesen könnte. Vielleicht noch aus einem Verriss heraus. Aber selbst das möchte ich nicht. Da ist mir meine Zeit tatsächlich zu schade, dass ich sie lesen möchte. Und ja, das ist eine Reihe oder beziehungsweise das sind Bücher, die ich definitiv niemals lesen werde. Die vorletzte Frage möchte wissen: Niemals werde ich dieses Buch aufhören zu feiern. Für diese Frage habe ich euch mein Jahreshighlight von 2019 herausgesucht, denn ich bin es nicht leid, dieses Buch immer wieder in die Kamera zu halten, weil es einfach ein Buch war, was mich unglaublich begeistert hat, was mich unglaublich bewegt hat und was mir bis heute noch sehr, sehr stark in Erinnerung geblieben ist. Ich habe dieses Buch in der Schweiz entdeckt, in einem Buchladen und habe es dann anschließend bei dem Verlag erfragt, ob sie mir das zur Verfügung stellen können. Es ist damals ein Rezensionsexemplar, also ist es an sich heute auch immer noch. Und trotzdem bin ich von diesem Buch so unglaublich begeistert, vor allem weil ich es halt auch in der Schweiz an sich entdeckt habe und hier gar nicht. Und zwar handelt es sich um Ich bin die, vor der mich meine Mutter gewarnt hat, von dem Autoren Damon Lienhardt aus der Frankfurter Verlagsanstalt. Hier begleiten wir die Protagonistin Alba, welche eine sehr, sehr toxische Beziehung zu ihrer Mutter hat, aber auch zu ihren Freunden und Freundinnen. Und aufgrund, naja, ich finde nicht aufgrund der toxischen Beziehung, aber sie gerät in einen Strudel hinein, der sie bis zum Abgrund ihres Lebens führt. Wir haben hier das Thema der Abhängigkeit, der Drogenabhängigkeit, aber auch der toxischen Beziehung, was das mit einem macht, wie Alba sich entwickelt und welche Konsequenzen die Abhängigkeiten, aber auch die Beziehung im eigenen Leben bedeuten. Und was man hier nebenbei noch erfährt, ist, dass Zürich in den, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube in den Ende der 80er Jahren oder in den 90er Jahren, ja, irgendwo in der Dreh herum ein absolutes Drogenproblem hatte. Und ja, diese Geschichte oder diesen Teil der Geschichte bereitet der Autor in dieser Geschichte auf. Und er geht dabei mit einem so wunderbar schwarzen Humor oder sarkastischen Humor, obwohl wunderbar, kann man hier nochmal in Frage stellen, also zwecks des Themas.
Aber ich fand einfach seine Schreibe wunderbar. Mich hat dieses Buch tief bewegt. Und ich kann es gar nicht oft genug in die Hand halten, euch zu zeigen und sagen, lest dieses Buch, entdeckt es wie ich und ja, bringt es weiter hinaus in die Welt. Ich bin schon sehr gespannt, ob Demir Hatman noch ein Buch schreibt, ob er mich nochmal so in eine Geschichte hineinziehen kann. Ich würde es mir sehr, sehr wünschen, wenn er nochmal ein Buch schreibt und ich es genauso entdecken darf. Also schaut euch an. Ich bin die, vor der mich meine Mutter gewarnt hat. Ich kann es euch nur empfehlen zu lesen. Und ich freue mich schon sehr darauf, wenn ich es ebenfalls nochmal lesen kann. Damit sind wir auch schon bei der letzten buchigen Frage angekommen. Und zwar möchte diese wissen, niemals werde ich dieses Buch verleihen. Grundsätzlich bin ich kein Mensch, der seine Bücher nicht verleiht. Habe ich eigentlich gar kein Problem mit, vor allen Dingen, wenn ich weiß, dass die Menschen mir das Buch wieder so zurückgeben, wie ich es ihnen gegeben habe. Ich weiß, es kann immer mal wieder was passieren, gar kein Problem. Auch eine Leserille kann beim Lesen passieren. Aber grundsätzlich leihe ich eigentlich nur Bücher aus, wo ich weiß, okay, die achten da so ein bisschen drauf. Bei Menschen, wo ich auch weiß, die geben mir dieses Buch nicht wieder, so wie ich es ihnen gegeben habe, den leihe ich auch nie wieder ein Buch aus. Und da bin ich wirklich konsequent, das habe ich einmal gemacht. Ich habe ein Buch hingegeben und habe es total zerschlottert wiedergekriegt. Das war mir so eine Lehre, die ich da gezogen habe. Und ja, das werde ich auch nie wieder dann machen. Es gibt natürlich Bücher, die besonders sind, die viele Gimmicks enthalten. Und diese Bücher werde ich definitiv nicht ausleihen, weil ich einfach Angst habe, dass dann ja, etwas verloren geht beim Lesen und da sei es auch nur der sorgfältigste Leser oder der vorsichtigste Leser, aber ich glaube, ich möchte das auch niemandem zumuten, dass er da drauf achten muss, dass er ja mir das auch wieder heile wiedergeben muss, weil ja so viele Gimmicks in diesem Buch sind. Und ein Buch davon ist zum Beispiel das Schiff des Theseus, was ja sehr, sehr populär damals war, als es herausgegeben ist. Ich glaube, es war auch nur in einer sehr limitierten Auflage und dieses Buch hat halt sehr, sehr viele Gimmicks wie solche Einlagen, Postkarten und so weiter und ja, ich hätte da einfach viel zu viel Angst, also vor allem, weil ich es auch noch nicht gelesen habe, zu viel Angst, dass hier etwas verloren geht und ich es dann nicht mehr mitbekomme, dass was verloren geht. Auch wenn ich es gelesen habe, hier sind auf fast jeder Seite Gimmicks enthalten, Zettel enthalten, Postkarten enthalten. Und wenn dann etwas fehlt und ich kriege es nicht mehr mit, dann wäre das sehr, sehr schade. Aber ich glaube, auch wenn ich es gelesen hätte, würde ich es vermutlich auf der Vielzahl der Einlagen, die hier drin sind, es ebenfalls nicht mitbekommen. Und das fände ich sehr, sehr schade. Deswegen ist es ein Buch, was ich vermutlich niemals ausleihen werde. Genauso auch mit anderen Büchern, die solche Gimmicks enthalten, werde ich auch nicht ausleihen, weil sie einfach viel zu kostbar sind. Und ich meine, sie kosten einen Haufen Geld, sie sind sehr, sehr teuer. Die sind sehr, sehr teuer, die Bücher. Und da möchte man da ungern irgendwas verlieren. Klar, es kann einem auch selbst passieren, dass hier etwas verloren geht oder dass man beim Lesen etwas verliert. Aber dann bin ich selbst dran schuld. Dann kann nur ich mir die Schuld geben und kann nur mich dafür schelten und niemand anderen. Und wenn das jemand anderen passiert, dann ist das ja immer so fremdgesteuert und ja, dann ärgert man sich vielleicht noch ein bisschen mehr, dass man das dann halt ausgeliehen hat. Und ja, das wäre ein Buch, was ich nicht ausleihen würde. Aber ansonsten bin ich eigentlich grundsätzlich nicht gegen Ausleihen, wenn ich weiß, dass die Person meine Bücher gut behandelt. Damit sind wir auch schon am Ende angekommen, denn die letzte Frage möchte nur noch von mir wissen, welche Person ich niemals aufhören kann zu taggen. Und diese Person werde ich euch hier entsprechend einblenden. Falls ihr nicht getaggt worden seid, aber trotzdem sehr gerne diesen Tag mitmachen wollt, dann seid ihr natürlich ganz recht herzlich dazu eingeladen, die Fragen ebenfalls zu beantworten. Das war jetzt nun der Never Will I Ever Tag. Ich habe die Fragen sehr, sehr gerne beantwortet. Lasst mir doch mal da, ob ihr eure Bücher gerne verleiht und
ob ja oder nein und ob es bei euch Bücher gibt, die ihr niemals verleihen würdet. Das würde mich noch interessieren und es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir die Frage in den Kommentaren beantworten würdet. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, habt schöne Lesestunden und bis zum nächsten Video. Bis dahin. Tschüss!